Shalom Aleichem, wir lernen weiter Tarjag Mitzvot, 613 Mitzvot, heute Mitzvah 110. Nicht machen die Räuchwerk in demselben Mischungsverhältnis, so wie es war in Beit HaMikdash. Es ist ein bisschen ähnlich zu der vorigen Mitzvah. In der vorigen Mitzvah war die Sprache über dem Salbenöl. Hier geht es über den Weihrauch, über dem Ketoret, über dem guten Duft. Was war in Beit HaMikdash eine besondere Mischung, wo diesen Geruch wurde verbreitet im ganzen Beit HaMikdash. Und so steht geschrieben in die Torah, Kapitel 30, Pasuk 37. Und dieses Räucherwerk, das du bereitest, sollt ihr in seinem bestimmten Mischungsverhältnis nicht für euch machen. Gott heiligt soll es dir sein. 38. Wer ihm Gleiches macht, dran zu riechen, wird aus seines Volkes Kreisen entwurzelt. Also immer sieht man dieselbe Sache. In seinem bestimmten Mischungsverhältnis mit der Zahl seiner Gewürze. Also es gibt dort bestimmte Gewürze, die besonders sind, sogar unangenehme Gerüche in den Kräutern war drinnen. Gott heilig soll es dir sein, bereite es nur meinen Namen zu ehren. Dran zu riechen, aber du darfst ein Mischungsverhältnis von dem derjenigen erstellen, um es die Gemeinde zu verkaufen. Was heißt das? Du kannst, es gibt Geheimniszutaten von Gott und es gibt private Zutaten. Wenn du nimmst dieselbe Gleichmaß Zutaten von der Tora, was steht geschrieben bei Pasuk 34, wenn einer nimmt Balsam und Gomme und Baumherz und verschiedene Sachen. Tupra, Chelbena, Wol und Levona. Diese ganzen Sachen, wenn er das alles nimmt, in demselben Maß, 70 Mane, also es gibt genau Maß, wie man macht. Wenn ein Mensch macht das und mischt das genau mit demselben Mischungsidee von der Torah, das ist verboten, diese zusammenstellen. Wenn ein Mensch aber macht eine andere Mischung, um sie zu verkaufen, er hat eine Parfümerie und er will verkaufen Bossem, also gute Dufte, soll er das machen. Also was steht hier geschrieben? Soll man nicht machen Ktoret Weihrauch, so wie Weihrauch im Beit HaMikdash. Soll sein auf demselben Gewürzemaß, Ölmaß, Chelbenamaß, alles. So wie es steht geschrieben, Bematkunta lota asu, in ihre Zutaten, in ihre Maß, sollt ihr nicht machen. Und wenn eine macht genauso wie das, um das zu riechen oder zu verkaufen, um zu machen Weihrauch selbst, das ist verboten. Und auch da, das steht geschrieben, andeutig, dass es war eine Gruppe, die hießen Beit Avdinas, und sie waren Profi zu machen diese Zutaten von dem Geruch, und niemand von ihren Frauen, von ihrem Mädelach, hat nicht genutzt Parfüm. Soll man nicht sagen, dass sie haben genommen von diesem Parfüm von Beit HaMikdash. Sie waren die Einzigen, die konnten diesen Mischungsduft zusammenstellen. Und natürlich, sie wollten das auch nicht weiter erzählen. Aus demselben Grund soll dieser Geruch soll nicht verwendet sein zum privaten Zwecke von Frauen, von anderen Götzendieners, von anderen Götzehäusern, von anderen Richtungen von Dienerei in dieser Welt. Die Hashem will nicht, soll man das machen, genauso wie dem Ktoret, mit dem einzigartigen Geruch, was Hashem will zu machen im Beit HaMikdash, das ist was ganz Besonderes. Diese Mitzvah, wenn einer macht das, um zu studieren oder zu verkaufen,
wenn es ist genau wie dem Gewürzen, es ist verboten. Und wenn einer macht das für den Tempel und fehlt etwas davon, dann hat er mit Tod gespielt. Also, die Ktoret von Bet HaMikdash muss vollständig Vollkommenheit sein. Gleichnis, genau so etwas in diesem Mischungsmaß, das ist streng, streng verboten. Diese Mitzwa, dieses Verbot ist in jedem Ort, in jeder Zeit, bei Männern und bei Frauen. Wenn einer hat gemacht in derselben Mischung und in demselben Maß, sie zu duften, bekommt er dieselbe Strafe wie in dem vorigen Gesetz, so wie es steht geschrieben. Ich asher irkach mimenu, asher mitemenu al zar venichrat me'amav. Also, ich asher yaseh kamo al ariach ba venichrat me'amav. Pasuk 38. Etlacher, was macht Azoins zu schmecken davon, wird vernichtet von seinem Volk. Schmecken in Jiddisch ist auch riechen. Auf Deutsch schmecken heißt essen. Und in Jiddisch schmecken heißt riechen. Es ist interessant auf Deutsch, wenn etwas schmeckt nicht, sagt man, es schmeckt mir nicht, weil der Geruch gefällt mir nicht. Und in Jiddisch schmecken bedeutet riechen, es schmeckt mir nicht gut. Und diese Mitzwa, wie gesagt, ist in jedem Ort, in jeder Zeit. Aber wenn einer riecht das alleine, nur öffnet diese Ktoret und riecht. Es ist kein Verbot, es ist nur ein Din, ein Gesetz. Einer, der genießt von heiligen Sachen, dass man nicht darf, ohne Erlaubnis zu fragen. Deshalb sehen wir, dass Hashem will, dass seine Gebote in seine Bet HaMikdash für seine Kohanim soll sein nur dort, nur in diesem Maß, nur in dieser Mischung, nur in dieser Form. Jeden anderen Weg oder nutzen oder lernen oder verkaufen oder genießen von dieser Sache ist streng verboten, weil es kann bringen, zum anderen Richtungen das zu nutzen, so eine heilige Sache, und das wollen wir nicht. Und interessant, die Weisen haben sich bedankt bei dieser Gruppe von Beit Avtinas, die haben diesen Geruch nicht weiter erzählt, wie genau die Zutaten sind.